Dinette ist da. Hi. Guten Tag. Und du bist auch am Stand von den Bären in den Badewannen. Genau. Und es ist wahrscheinlich riesig spaßig. Ja, es ist sehr lustig. Wir trinken relativ viel Flauschrausch. Ist das geheim? Wie bitte? Das ist geheim. Oh, ja. Trinkt keiner. Keiner trinkt. Ja, wir trinken eigentlich alle nicht das alkoholfrei Himbeersaft und ist super lecker und ja, macht total abhängig und wir haben einfach Spaß. Wusstest du eigentlich, woher der Name Flauschrausch kommt? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das hat irgendjemand erfunden, der mir auch irgendwann vorgestellt wurde, aber ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Es gibt ein Interview bei Stichpunkt TV, wo ich die Berthe zu ihrem Likör interview und sage, warum nennt ihr das Zeug nicht Flauschrausch? Okay, ja, passend auf jeden Fall. Also das Zeug ist definitiv flauschig. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch schon öfter getrunken. Ich muss auch später nach der Arbeit mal dahin. Lässt du dich denn auf der Convention hier auch tätowieren oder hast du dich schon mal auf einer Convention tätowieren lassen? Oder hast du zu viel zu tun? Ich war tatsächlich gestern schon am Tätowieren am der Wade. Ist aber auch das erste Mal, dass ich mich auf einer Convention tätowieren lassen, weil es doch ein bisschen arg stressig ist. Und ich bin auch wirklich, wirklich froh, dass ich es gestern abmachen lassen, weil heute wäre es mir zu stressig. Ja, heute ist auch viel voller als gestern. Also heute haben wir auch am Stand viel mehr zu tun. Gestern war es nur so ein bisschen eintrudeln von allen und mal ankommen, aufbauen. Und jetzt heute geht es dann richtig los. Wir sind auch nur am Rennen und Fotos machen, weil jeder ein Foto möchte. Und was hast du bekommen auf der Wade? Guck mal rum. Im Endeffekt sind das zwei Hände, die dieses Fadenspiel spielen. Also das, was man früher immer gehabt hat. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Man gibt es weiter und macht komische Muster draus. Und ja, von meiner Lieblingstätowiererin, von der Caro Dame. Das war so heimlich Werbung machen. Ja, ich bin auch super happy. Also ich bin meistens eigentlich nur noch bei ihr, weil sie macht einfach super Tattoos. Also gehst halt so auch dahin und du hast sie nur heute, also gestern auf der Convention dann abgegriffen quasi. Genau, also wir hatten den Termin schon vorher ausgemacht, weil ich ein bisschen blöde Arbeitszeiten habe. Also ich arbeite auch von dienstags bis samstags und Tätowierer ja meistens auch. Und ich habe einfach voll selten Zeit. Jetzt hatte ich Urlaub und dann haben wir das einfach genutzt und haben mal unser Projekt, das wir jetzt geplant hatten, wirklich schon recht lange das mal durchgesetzt. Und was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Friseurin. Ich hab's fast gedacht, so Dienstag bis Samstag ist bestimmt Friseurin, aber ich frage lieber nochmal genau. Ja, also meistens ja irgendwelche Dienstleistungsberufe, die dann da Dienstag bis Samstags arbeiten. Ja. Aber das ist wahrscheinlich kein Problem mit den Tattoos in dem Beruf? Nee, gar nicht. Also ich bin auch wirklich froh, dass ich einen Beruf habe und wirklich auch in einem Salon arbeite, wo das kein Problem ist. Viele fragen dann immer, willst du nicht irgendwie doch überlegen, lässt du dich da und da tätowieren? Weil man sieht ja schon, was ist, wenn du doch mal einen Job wechselst. Ich möchte ja was anderes gar nicht machen oder wenn, dann wollte ich halt auch nichts machen, wo ich nicht da so akzeptiert werde, weil das bin einfach ich, das ist ein Teil von mir und das war auch schon immer ein Teil von mir. Also würdest du auch, ja was soll ich sagen, den Lifestyle über die Karriere, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du würdest dich erst selber entfalten und dann schauen, was beruflich funktioniert. Ja, also ich könnte mir auch keinen Beruf vorstellen, wo ich nicht so sein kann, wie ich bin. Das ist auch einfach ein Teil des Lebens, ne? Auf jeden Fall. Wann hast du denn dein erstes Tattoo gehabt? Da war ich echt eine Woche lang 16. Also es war eine Woche nach meinem 16. Geburtstag und ein Rabe auf meinem Rücken, der inzwischen auch schon verändert wurde und auch noch verändert werden soll, weil so soll es nicht bleiben. Es ist zwar schön gestochen, aber es langweilt mich zu Tode. Mit 16 ist man halt nicht so kreativ, wie wenn man älter ist. Und was war da? Ja, also... Was ist da genau jetzt passiert? Der war am Anfang relativ realistisch, jetzt ist er so ein bisschen mehr, ich habe keine Ahnung, wie man das genau bezeichnen sollte. Nicht mehr so ganz realistisch, weil wir das dann weitergeführt haben mit dem Ast darunter. Also super unkreativ, ein Rabe, der auf einem Ast sitzt. Ich glaube, es geht nicht unkreativer. Und am Anfang war es eben sehr, sehr realistisch gestochen. Wir haben es dann nochmal ein bisschen mehr ins Neo-Traditional, würde ich fast schon sagen, gezogen. Aber es soll eben nicht so bleiben. Und weißt du auch schon, was dann dein nächstes Tattoo sein wird? Also ich habe sehr, sehr viele Ideen fürs nächste Tattoo. Also eigentlich möchte ich mal auf meinen Unterarm endlich ein bisschen Farbe bringen. Und zwar eine kleine Winkelkatze in so einem schönen Jade-Pastellgrün. Das ist jetzt auch irgendwie schon seit 4, 5 Jahren mein Wunsch. Und ja, das werde ich wahrscheinlich als nächstes angehen. Und wie gehst du so an die Motivfindung ran? Also wie weißt du dann, dass es genau das sein soll, was dann bei dir bleiben soll, sag ich mal? Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe einige Wanna-Dos von Künstlern auf mir verewigt, die mir einfach super gut gefallen haben. Manchmal aber auch in irgendwelchen betrunkenen Rauschsituationen, dass man in der Bar sitzt und dann so, okay, das lasse ich mir jetzt tätowieren. Im Nachhinein ist die Idee doch ziemlich geil. Oder manchmal, ja, einfach Eindrücke, Erinnerungen und Sachen, die mir gefallen. Das ist sehr unterschiedlich. Hast du denn auch eins oder mehrere so richtig
ja, tiefe Tattoos, also die so tiefe Bedeutung haben? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also, was so für mich persönlich die tiefste Bedeutung hat, ist eigentlich, ich habe eine kleine Schere auf dem Handgelenk. Und meine ganzen Kunden denken, das hat mit dem Friseurdasein zu tun, hat es aber nicht, sondern es steht halt für mich eigentlich nur, als wäre die Kreativität ein Luftballon, den wir an der Schnur halten, mit dieser Schere schneiden wir die los und man kann sich frei entfalten. Also das ist, glaube ich, so das Tiefgründigste, aber auch nicht jedes meiner Tattoos hat eine Bedeutung. Aber das finde ich immer eine gute Bedeutung. Es muss ja auch nicht alles eine Bedeutung haben. Aber hast du denn so ein Bild von, also das klingt jetzt komisch, aber ein Bild von dir, wie voll du mal sein willst? Also jetzt tattoo-mäßig. Also ich würde es alles voll sein. Nein, aber... oder hast du bestimmte Grenzen, Hals, Gesicht oder lässt du das noch offen? Also es soll definitiv bis hier Hals voll werden. Gesicht bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da muss halt echt irgendwas sein, wo also es mir zu 100% gefällt und wo ich weiß, dass ich es wirklich noch in 20 Jahren mag, weil ich es wirklich jeden Tag sehe. Da bin ich mir noch nicht sicher und meine Brüste werden auch auf jeden Fall frei bleiben. Ich finde das einfach nicht ästhetisch, wenn die Brüste tätowiert sind. Also manchen steht es, aber 90% eben nicht. Ansonsten definitiv alles voll. Also auch Bauch und Po und so, die ganzen Attribute, sag ich mal? Bauch ist schon, ja. Po noch nicht, aber Po definitiv dann auch, früher ja. Oder später, ja. Da brauche ich aber auch das perfekte Motiv erstmal. Ja, bei Po denke ich immer an diese Bodysuits, die so rumgehen und dann so, dann fällt der Po gar nicht mehr auf. Das ist auch irgendwie schade. Ja, also es muss schon irgendwas sein, was die Kurven dann auch betont und was wirklich die Figur nicht so verschluckt, weil das ist ja oft das Problem, wenn man wirklich am ganzen Körper tätowiert ist und auch großflächig tätowiert ist, dass man nicht mehr so viel vom Körper sieht. Und ich finde es eigentlich sehr schön, wenn die Körpertätowierung aus vielen einzelnen Tätowierungen besteht und nicht aus einem großen Stück. Hast du denn sonst irgendwelche Pläne dieses Jahr, die dich besonders freuen? Oder möchtest du noch was Bestimmtes erzählen über deine Zukunftspläne? Also ich bin jetzt im Mai, Anfang Mai auf jeden Fall mal in Berlin auf dem GFB, also auf dem German Fetischball Weekend, Fetischveranstaltung, aber nicht als Model, also einfach privat, bisschen Spaß haben und ja, Tattoo Convention in Berlin werde ich wahrscheinlich auch noch sein, ansonsten habe ich jetzt nichts Großes geplant. Das sind so die zwei Events, die noch anstehen. Sehr schön, sehr schön. Hast du sonst noch irgendwas über dich, was sehr wichtig ist und was die Leute wissen sollten? Oder bist du soweit zufrieden mit der Fragestellung und es ist alles okay? Also es ist schwer, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mir würde da jetzt schon spontan gar nichts ein. Das heißt einfach nur, ich habe gut gefragt. Ja. Also es ist kein Problem. Ja, nee, ich bin sehr zufrieden mit den Fragen, kann mich jetzt nicht beschweren. Sehr gut, das ist immer so, wie war ich, weißt du? Nein, nein, sehr gut, so ist es nicht gemeint, so ist es nicht gemeint. Okay, dann lass dich nochmal knuddeln und vielen Dank. Ja.